Hallo, mein Name ist Violetta Bock und ich kandidiere bei der Oberbürgermeisterwahl in Kassel, die am 12. März stattfindet. Auf meinem Wahlplakat steht radikal sozial. Und was meine ich mit radikal sozial? Vor allem, dass man die Probleme von der Wurzel her anpacken muss. Wir müssen gucken, dass wir für diejenigen, die von dieser fehlenden Sozialpolitik der letzten Jahre betroffen sind, wie die Studierenden, wie die Rentnerinnen in Altersarmut, wie diejenigen, die vom Jobcenter abhängig sind, dass wir da gemeinsam diese Stadt verändern. Also hin zu einer menschenwürdigen Stadt, zu einer klimagerechten Stadt, zu einer sorgenden Stadt für alle. Problem ist, dass es immer schwieriger ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Deswegen haben wir in der Vergangenheit Mieterinneninitiativen unterstützt, um darauf Öffentlichkeit zu lenken, wie zum Beispiel in der Rembrandtstraße. Inzwischen gibt es zumindest eine 30% Sozialwohnungsquote im Neubau, das ist aber immer noch zu wenig. Ja, und in der Verkehrspolitik reden alle von Verkehrswende, aber gesehen hat man davon in den letzten Jahren wenig. Also was wir brauchen, ist eine Mobilität ganz unabhängig vom Geldbeutel. Und wir brauchen natürlich auch bessere Arbeitsbedingungen für die Bus- und Bahnfahrerinnen. Kassel für alle heißt, dass niemand ausgegrenzt wird wegen Herkunft, Sprache, Sexualität, sondern dass wir eine mehrsprachige Verwaltung haben, dass niemand durch Straßen laufen muss, die nach Kolonialverbrechern benannt sind, dass wir diejenigen stärken, die letzten Jahre viel zu oft überhört wurden, wie die migrantischen Vereine oder auch den Ausländerbeirat, dass wir Opfer von rechter Gewalt unterstützen und zwar unbürokratisch ganz klar an ihrer Seite stehen. Nutzt die Chance, am 12. März ein klares Zeichen für eine soziale und für eine klimagerechte Politik zu setzen. Deshalb Violetta Bock wählen.